Jubel und Enttäuschung. Drei Titelkandidaten für die deutsche Meisterschaft, aber nur zwei dürfen zum Final Four nach Köln. Die Entscheidung in der Kramski Deutschen Golfliga presented by Audi im Golfclub Herzogenaurach. Oberhalb der Stadt, in dem die großen Sportartikelhersteller zu Hause sind. St. Leon Roth mit einem Punkt Rückstand, aber mit European Tour-Spieler Florian Fritsch am Start. Das machte Hoffnung. Jetzt bin ich auf einmal Teil eines Teams und habe auch das Gefühl, dass ich dementsprechend Verantwortung zu tragen habe. Und deswegen, wenn ich da über so einen Schlag stehe, dann geht mir dann auch mal gerne die Flatter. Flo, wie sie ihn in St. Leon Roth nennen, spielte immerhin 3 unter Par. Aber das reichte nicht für die Seriensieger. Der achtmalige Meister nach den Einzeln mit Rückstand. Die Besten am Vormittag spielten mit 5 unter Par Platzrekord. Zum einen Matthias Schmidt, der Herzogenaurach schon vorzeitig zum Klassenerhalt geführt hatte. Zum anderen ein Mannheimer, aber keiner der starken College Boys, sondern Nationalspieler Marc Hammer. Die verschworene Gemeinschaft aus Mannheim-Viernheim war schon nach den Einzeln auf Finalkurs. Die Trainer und die Spieler, wir verstehen uns alle echt top. Wir kennen uns jetzt auch alle relativ lang und wir sind wie so eine kleine Familie eigentlich. Florian Fritsch musste mit St. Leon Roth 6 Schläge in den Vierern aufholen, um zumindest Stuttgart noch abzufangen. Aber wie sollte das gehen gegen das Team der Hermann-Brüder, die am Nachmittag ernst machten? Alexander und Maximilian Hermann spielten im Vierer unglaubliche 9 unter Par. Das hieß Platz 2 in der Tageswertung mit 15 Schlägen Vorsprung vor St. Leon Roth. Und das Überraschungsteam aus Stuttgart ist zum ersten Mal im Final Four dabei. Wir haben die letzten 4 Spieltage überragend gespielt als Mannschaft. Jeder hat mal gute Leistung gebracht. Es war einfach auch eine Teamleistung und wir sind überglücklich, zum ersten Mal dabei zu sein. Yeah! Noch besser als die Stuttgarter, das Team aus Mannheim-Viernheim. Hurley Long und Max Oelfke legten am Nachmittag noch eine 5 unter Paar-Runde nach. Zum souveränen Tagessieg für die Jungs von Erfolgscoach Ted Long. Ich bin so glücklich. Seit 7 Monaten weiß jeder, habe ich nichts getrunken. Heute trinke ich ein Weizenbier. Das ist, was es mir bedeutet. Mannheim und Stuttgart im Finale. St. Leon Roth zum ersten Mal im Final Four nicht dabei. Herzogenaurach bleibt in der Liga. Der Golfclub München-Eichenried muss absteigen. Jetzt heißt es volle Konzentration aufs Finale in Köln. Die Vorfreude riesengroß. Was geht jetzt im Final Four? Wir verlieren gegen uns im Finale. Tit, zieh dich mal warm an. Wir haben heute schon hingeschnuppert. Wir haben 2 Wochen Zeit, das zu genießen. Genau. Das ist was Schönes hier. Und dann kommen zum Showdown im Kölner Golfclub 2 ganz starke Teams aus dem Süden.